Ab Ende des 19. Jahrhunderts erscheint die Zeitschrift Simplicissimus. Das Satireblatt kritisiert das Deutsche Kaiserreich, die Kirche, den preußischen Militarismus und ganz allgemein das Spießertum. Wegen angeblicher Majestätsbeleidigung Wilhelms II. Landen kurz nach Gründung des Simplicissimus einige Redakteure im Gefängnis. Ab 1930 gerät der Simplicissimus ins Visier der Nationalsozialisten. Endgültig zensiert wird er ab 1933 mit der Gleichschaltung. Was oder wer nicht in die Ideologie der Nazis passt, wird verboten oder verfolgt. Zensur, ein wesentliches Merkmal von Diktaturen. In der Bundesrepublik gilt mit dem Grundgesetz seit 1949 Kunst- und Meinungsfreiheit. Freiheiten, die es in der DDR nie gibt. In der Bundesrepublik testet seit 1979 die Satirezeitschrift Titanic die Grenzen der Satire und kassiert immer wieder Prozesse und einstweilige Verfügungen. Ein Stück Fernsehgeschichte schreibt die Satiresendung Scheibenwischer. 1986 steigt der Bayerische Rundfunk aus der deutschlandweiten Übertragung aus. Grund? Ein bissiger Sketch zur Atomkatastrophe in Tschernobyl. Nicht das erste Mal, dass der Scheibenwischer provoziert. Schon 1982 beschwerte sich die bayerische Staatsregierung wegen einer Sendung zum Rhein-Main-Donau-Kanal. Satire testet immer wieder Grenzen aus. Und das kann gefährlich werden. Die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo veröffentlicht ab 2006 immer wieder Karikaturen des Propheten Mohammed. Islamisten drohen mit Vergeltung. 2011 gibt es einen Brandanschlag auf die Redaktion. Am 7. Januar 2015 überfallen islamistische Terroristen eine Redaktionssitzung und erschießen 12 Menschen. Im Jahr 2016 löst Satire tatsächlich eine diplomatische Krise in Deutschland aus. Jan Böhmermann veröffentlicht ein Schmähgedicht über den türkischen Staatschef Erdogan. Die türkische Regierung ist erbost und verlangt die Bestrafung Böhmermanns. Und zwar nach § 103 des deutschen Strafgesetzbuchs, Majestätsbeleidigung bzw. Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts. Teile des Gedichts müssen gelöscht werden. Das Strafverfahren insgesamt wird aber schließlich eingestellt. Eine Folge des Verfahrens und der Satire Böhmermanns: Der Majestätsbeleidigungsparagraf wird in Deutschland 2018 abgeschafft. Begründung: Er sei veraltet und stamme aus einer längst vergangenen Epoche.